Die nächste Frage lautet, was ist Ihre Meinung? Der Fragesteller sagt zum Sheikh Rabi' Hafizahullah, was ist Ihre Meinung bezüglich denjenigen, die rufen zur Einigkeit bzw. Vereinigung der Araber? Mit der Begründung, die Verteidigung von Palästina. Denn diese Menschen, sie rufen zur Einigkeit der Araber und begründen diese Einigkeit, dass man eben Palästina verteidigen sollte. Eben mit solchen Parolen, mit solchen Slogans versuchen sie, die Messakin der Muslime dann zum Kanonenfutter zu machen. Sheikh Rabi' Hafizahullah sagt hierzu, seine Antwort ist, dass diese Einigung der Araber beruht auf Nationalismus der Jahiliyyah. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte uns, wer auf diesen Wege kämpft, auf dem Wege der Jahiliyyah und des Nationalismus, verleise min ummati, er gehört nicht zu meiner Gemeinschaft. Er gehört nicht zu meiner Gemeinschaft. Das heißt, sagt Sheikh Rabi' Hafizahullah, diese Menschen, die solche, zu solchen Aufrufe rufen, diese Menschen sagen, komm, lasst uns zusammentun. Ein Muslim mit einem Christ von den Arabern. Und dann kommt auch noch dazu eine Jude auch. Und sie verzeihen sich gegenseitig. Das heißt, sie schauen nicht die Fehler, die sie haben. Und dann kommt ein Kommunist und ein Säkularist. Und dann wollen sie damit die Flagge des Arabismus hochheben. Das ist eben das Ziel von diesen Menschen. Jedoch diese Abmühungen sind nicht dazu, um das Wort Allahs zu erheben. Und die Frage stellt sich, wenn diese Menschen dann fallen werden auf dem Feldzug, werden sie etwa Shuhada genannt? Kalla, niemals. Niemals. Denn die Shuhada sind diejenigen, worüber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, fahuwa fi sabilillah. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Und danach sagt Sheikh Rabi' Hafizahullah, bei Allah, die Juden und die Christen sind sehr stark bemüht, damit dieser Arabismus hervorgehoben wird. Weil sie wissen mit Gewissheit. Sheikh Rabi' sagt mit Gewissheit. Yani wer? Wer weiß mit Gewissheit? Die Juden und die Christen. Sie wissen mit Gewissheit, dass ihnen keiner kann ihnen eine Niederlage zufügen, außer der Islam, womit der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Denn dieser Islam, nicht der Islam der Khawarij und nicht der Islam der Ikhwanul Mufsidin und nicht der Islam der Jamaatut Tabligh, der Islam, womit der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, worauf er war,
und seine edlen Gefährten. Sie wissen ganz genau. Deswegen sie sind stark bemüht, dass die Muslime sich von diesem wahren Islam entfernen. Und dass sie dann kämpfen für irgendwelche nationalistischen Zwecke. Denn dieser Islam, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sagt Sheikh Rabia hafidhahullah, dieser Islam öffnete die Dunya und siegte über die Völker und über die anderen Religionen. Somit, sie erleideten Niederlagen. Sie erleideten Niederlagen von den Sahabatul Kiram und diejenigen, die ihnen auf die beste Art und Weise gefolgt sind. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Nusirtu bir-ru'bi masafata shahrin. Mir wurde verholfen von Allah subhanahu wa ta'ala die Angsteinjagung in den Herzen der Feinde dieser Religion von einer Distanz eines Monats. Jedoch, Sheikh Rabia Hafidhahullah sagt, diese Verhelfung und dieser Sieg wird sich bi'idhnillahi ta'ala verwirklichen, nachdem sich die Muslime dem Buch Allahs und der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam festhalten. Und dies im fasten Sinne des Wortes, nicht einfach mit schönen Wörtern, nicht einfach mit Behauptungen. Nein, das zählt nichts.